Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Kanal 3. Ich freue mich, Sie wieder bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Wir haben natürlich wieder zahlreiche Beiträge für Sie vorbereitet. Welche genau, das sehen Sie jetzt in unserer Programmvorschau. Wir haben für Sie den 70er-Ball in Köflach besucht, waren bei der Bezirkstour des Wirtschaftsbundes Steiermark mit dabei, informieren Sie über das Gemeindestockturnier in Rosenthal, haben die Bevölkerung zu dem Thema 10 Jahre YouTube, Fluch oder Segen befragt, informieren Sie über die aktuellen Reisetrends, zeigen Ihnen einen Bericht vom ÖVP-Dienstag, führen unser Interview der Woche mit Vertretern der Volkshilfe Voitsberg und in unserem aktuellen Kinotipp zeigen wir Ihnen den Streifen 50 Shades of Grey. Es ist ein ganz besonderer Ball, ein Ball nämlich, für den man keine Eintrittskarten kaufen kann, egal wie reich man ist oder welche Beziehungen man hat. Nein, bei diesem Ball werden nur geladene Gäste zugelassen. Die Rede ist vom 70er Ball in Köflach. Darf ich bitten, zum Tanz, zu guter Laune und natürlich zu Riesenfrankfurtern. So könnte die Einladung an die Gäste beim 70er Ball in Köflach gelautet haben. Seit Jahrzehnten hat der Ball in der Lipizzaner Heimatstadt Tradition und seit einem halben Jahrzehnt ist nun schon Wilhelm Zagler mit seinem Team für die Organisation verantwortlich. Ja, wenn ich Resümee ziehe, 5 Jahre als Bürgermeister, jetzt ein paar Monate als Regierungskommissär, als Einlader, möchte ich sagen, es war einfach eine tolle Zeit, dass ich das machen durfte. Und jetzt will ich halt dann müssen 10 Jahre warten, bis ich 70 bin, dass ich dann wieder gehen darf. Rund 1.900 Frauen und Männer, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, erhielten eine Einladung zum Traditionsball. Darunter auch erstmals 66 Bewohner der Fusionsgemeinde Graden. Also für Graden ist es ja sozusagen das erste Mal, dass wir da bei diesem 70er-Ball anwesend sein dürfen. Ich glaube, die Gradner haben sich auch sehr gefreut über die Einladung. Das hat es ja bis jetzt in der Form noch nie gegeben. Sie sind auch zahlreich, wie man sieht, vertreten da. Und ich glaube, sie werden es genießen. Spaß hatten natürlich alle Besucher des 70er Balls, nicht nur jene aus Graden. Und sie hatten alle auch ihre Gründe, warum sie den Ball gerne besuchen. Das Schöne, dass man die ganzen Freunde wieder sieht, die im gleichen Alter sind. Wo man sich da das ganze Jahr nicht mehr sehen. Wenn wir weiter auseinanderwandern und wenn man halt ist, wenn man alt wird. Man ist nirgends dabei bei den Aktivitäten mehr und da treffen wir uns wieder. Ja, ein bisschen tanzen und ein bisschen, man sieht wieder Leute, die man das ganze Jahr nicht sieht. Ne? Und ja, es ist ein schöner Anlass. Ja, es ist ja ganz angenehm und recht lustig immer und eben wie gesagt fast alle Jahre. Meine Frau war durchlaufend immer da und ich war ab und zu mal Skiurlaub, gerade in der Zeit. Aber sonst, wenn es gegangen ist, war ich immer da. Ich freue mich auch für alles, also für alles, was gibt. Musik, ich liebe Musik, Volksmusik. Ich freue mich auch, dass ich das erste Mal dabei bin. Und ja, die Leute, die Freunde, die man wenig oft sieht, sind auch da. Und wir versuchen, fröhlich zu sein heute. Alles wegschmeißen, die Sorgen, und fröhlich zu sein. Das ist ganz was Schönes und speziell für die älteren Leute. Die kommen selten wohin und der 70er Ball, das zählt halt bei den Leuten, bei den Menschen. Und daher kommen sie auch gern her und ist auch immer schön besetzt. Musik, ich weiß auch nicht. Alles eigentlich. Ja, man hat einmal Unterhaltung. Der 70er Ball in Köflach. Eine tolle Tradition, die hoffentlich noch lange beibehalten wird. Der Wirtschaftsbund Steiermark war in den letzten Tagen gemeinsam mit Vertretern der Wirtschaftskammer Voitsberg in der Region unterwegs, um sich mit Wirtschaftstreibenden zu unterhalten. Es wurden Probleme angehört bzw. Lösungsvorschläge erarbeitet. Ein Thema dabei, die Innenstadtbelebung.
Entlasten, vereinfachen und ankurbeln. Das ist der Weg zu einer starken Wirtschaft und zugleich auch das Credo der aktuellen Wirtschaftsbund-Bezirkstour, die von Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk und Wirtschaftsbund-Landesgruppenobmann Dr. Christian Buchmann bestritten wird. Auch im Bezirk Voitsberg wurde Halt gemacht. Die Herausforderungen für die steirische Wirtschaft werden nicht einfacher und auch der Belastungsbereich wird nicht einfacher. Ich darf hier die Abgabensituation ansprechen und auch die Bürokratie. Deshalb sind wir auch in Zukunft intensiv gefordert. Ich darf die Erfahrungen der letzten 4 Jahre mitnehmen mit auch einer positiven Begeisterung und auch diesen Einsatz für die nächsten Jahre übertragen. Wir werden es mit Sicherheit brauchen. Ich bin ja sehr viel bei kleinen und mittleren Unternehmungen zu Gast, darf dort hinter die Kulissen blicken, sehe, welche tolle Produkte, Dienstleistungen angeboten werden. Und manchmal sind auch Investitionen notwendig. Und meine steirische Wirtschaftsförderung hat ein eigenes Programm entwickelt, wo wir Investitionen entsprechend unterstützen wollen, damit sie vorgezogen werden, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben und wenn es geht auch neue Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze, sprich Lehrausbildungsplätze geschaffen werden können. Ein wesentliches Thema spielt dabei natürlich auch die Belebung der Innenstädte, die im Bezirk Voitsberg nach Ansicht der Vertreter des Wirtschaftsbundes nur sehr schleppend vorangeht. Ich glaube, man muss irgendwann erkennen, das, was es an Unternehmen in der Innenstadt gibt, muss man hegen und pflegen und froh sein, dass es sie gibt, weil sie sind auf der einen Seite Nahversorger, auf der anderen Seite aber auch Arbeitgeber und sie beleben auch eine Stadt, weil wenn dort nichts los ist, wenn es dort keine Unternehmer mehr gibt, sind die Auslagenscheiben verwaist, es wird dort nicht beleuchtet, es schaut dort nicht sehr sauber aus und daher ist, glaube ich, die Kommunalpolitik schon gefordert, ein bisschen auf die Unternehmer zu schauen und auf die Sorgen und Nöte und nicht nur dann, wenn es darum geht, Kommunalsteuer zu kassieren. Die Zeit der Diskutiererei muss vorbei sein. Ich glaube, man muss einfach gezielt Aktionen setzen. Sei es, ob jetzt das Thema Parkraumbewirtschaftung ist, sei es, dass man einfach wirklich Aktivitäten setzt, um neue Betriebe in die Innenstadt bekommt. Ich glaube, man muss einfach gezielt Aktivitäten setzen und auch Geld in die Hand nehmen, damit unsere Stadt weiterhin als Stadt geführt werden kann und einfach damit das Leben hier in der Stadt erhalten bleibt. Der Stocksport erfreut sich im Bezirk Voitsberg großer Beliebtheit. Über 30 verschiedene Stocksportvereine sind hier zugelassen. Vor allem jetzt in der Vor-Faschingszeit ist es natürlich beliebt, wenn man sich zum Knödelschießen oder auch zu Spaßturnieren trifft. Zum Gemeindeturnier wurde vor wenigen Tagen in der Eishalle Rosenthal geladen. Rauf aufs Eis, ran an die Stöcke und zeigen, was man kann. Oder einfach nur Spaß haben, lautete die Devise am letzten Wochenende in Rosenthal an der Kainach. Denn seitens der Kommune wurde zum Gemeindestockturnier geladen. Das ist das Event eigentlich für die Vereine von Rosenthal. Das ist das 30. Gemeindeturnier. Kann ruhig mit ruhigem Gewissen sagen, ich bin ja 16. Mal schon verantwortlich für das. Und das sind die Vereine eigentlich. Es ist einfach ein Event, sage ich in Rosenthal. Ne? Wie ist euch damals der Gedanke gekommen, beziehungsweise warum hat man gesagt, man macht so ein Eisstockturnier für die Vereine? Ja, das war der alte HPI von der Feuerwehr, der Herr Almer. Der hat gesagt, wir müssen was machen in Rosenthal für die Vereine. Und so ist das eigentlich entstanden, das Gemeindeturnier. Am letzten Samstag wurde die Eishalle in Rosenthal also von den Hobbyschützen in Beschlag genommen. Generell kann man aber sagen, dass sich die Eishalle in der ehemaligen Bergbaugemeinde großer Beliebtheit erfreut. Vormittag sind die Schulen da, aber das wird wirklich sehr gut angenommen, weil es ist die einzige Halle im Bezirk, was die kleine Gemeinde zusammengebracht hat. Und Nachmittag sind auch Eisläufer, nur Mittwoch und Donnerstag ist sie geschlossen und am Abend sind die Eisschützen. Insgesamt 14 Vereine haben sich am Gemeindeturnier in Rosenthal beteiligt. Und natürlich hat es einen Gewinner gegeben, aber viel wichtiger war für die Organisatoren das Miteinander und vor allem die Kommunikation unter den Vereinen. Kennen Sie YouTube? Nutzen Sie YouTube? Ja? Schauen Sie sich Videos an oder laden Sie vielleicht selbst welche hoch? Genau diese Fragen haben wir den Weststeirerinnen und Weststeirern gefragt, denn YouTube feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Spontan! 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 Spontan!
Spontan. 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 Spontan natürlich. Was macht YouTube so besonders? Ich weiß, alle Musikrichtungen hat und auch von den neu ankommen, die Videos einstellen kannst und selber auch Videos machen kannst. Ich weiß nicht, ich schaue halt irgendeinen Scheiß immer drauf an, das war's. Ich bin nicht so viel unterwegs auf die Seiten. Wie oft circa in der Woche? Zweimal vielleicht. Also es gibt alle Videos, so, ja, ich schaue mich halt an, alle Videos, so über 1000 und Sport. Ja eben, dass du die Sachen einstellen kannst, du brauchst zwar ein bisschen Geduld, aber es funktioniert eigentlich ganz gut, ja. Ich bin kein YouTuber. Ich bin kein YouTuber. Also ich finde das, ja, ich sehe es von meinen Kindern, die freuen sich, wenn sie irgendwas einsingen bei YouTube, freuen sie sich. Ich halte von dem Ganzen nichts. Also ich weiß nicht, das ist für mich ein bisschen Verblödung, sage ich mal, weil da sind Sachen drin, was ich nicht verstehe. Ne? Ja, dass man verschiedene Videos herunterladen kann, erstens, und zweitens auch ja, Musik hören kann und verschiedene Videos, die andere Leute eingestellt haben, begutachten kann. Ja, eben, dass man da alle Musikrichtungen drinnen hat und dass auch witzige Sachen dabei sind und ja. Und wie oft nutzt du YouTube in der Woche? Also jeden Tag. Was macht YouTube so besonders? Dass man zu jedem Thema eine Videoclips findet. Ja, man kann eigentlich alles nachschauen. Hm? Wie oft sind Sie auf YouTube in der Woche? 3 bis 4 Mal. Immer wenn ich im Internet bin, klicke ich euch an. Und wenn mich verfolgt, dann schaue ich ein bisschen zum Ende dann. Also zum Anschauen sehr häufig, zum Einstellen 2-mal im Monat. Wie oft nutzt du YouTube in der Woche? Jeden Tag. Ich bin mindestens jeden Tag einmal. Ich bin selten drinnen. Einmal, zweimal schaue ich mal rein, aber da gehe ich meistens also auf Supertalent. Das ist ein bisschen so Supertalent interessiert. Also wegen dem bin ich in YouTube drinnen, wegen Supertalent, ja. Sie suchen schnelles Internet? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Egal ob Fiverr-Speed 20, 40, 60 oder 100. Alle Produkte gibt es jetzt um nur 9,90 Euro pro Monat. All das gibt's bei iNet, das schnellste Internet in Ihrer Region. Wissen Sie eigentlich schon, wohin Sie in diesem Jahr in den Urlaub fahren möchten? Ja? Sommer, Sonne, Strand und Meer ist natürlich toll, aber vielleicht mag man es nicht, die ganze Zeit nur am Strand herumzuliegen. Aber vielleicht liegt es einem auch nicht unbedingt, zu wandern bzw. sich zu betätigen im Urlaub. Aber wissen Sie was? Wir fragen am besten die Experten nach den aktuellen Reisetrends. Ab in den Urlaub. In rund 4 Monaten ist es wieder soweit. Dann beginnt der Sommer und damit auch die Urlaubszeit. Für viele die schönste Zeit im Jahr. Aber wohin im Urlaub? Ja, so aktuell verzeichnen wir eine sehr starke Nachfrage nach Griechenlandreisen. Hier bevorzugen die Weststeirer vor allem die Zielgebiete, die man von Graz einfach bereisen kann. Wir merken also neben den klassisch gut gebuchten Inseln wie Kreta oder Rhodos, dass es heute auch eine große Nachfrage nach den kleineren Inseln wie Lefkas oder Zakynthos gibt. Griechenland ist eigentlich als Land sehr, sehr vielfältig. Es bietet für jeden Geschmack etwas. Es gibt große Anlagen mit All-Inclusive oder Rutschen für Familien oder auch für Individualisten, kleine Hotels, die eigentlich abseits der Touristenströme liegen. Ebenfalls empfehlenswert und sicherlich ein Erlebnis sind Kreuzfahrten. Naja, der Trend zu den Kreuzfahrten ist jetzt stetig steigend. Die kurze Anreise nach Venedig ist natürlich passend, deswegen buchen auch unsere Kunden hauptsächlich ab bis Venedig die Kreuzfahrten. Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich top, dadurch auch Familien bis 18 Jahre, also die Kinder bis 18 Jahre kostenlos sind bei vielen Reedereien, aber bei manchen Reedereien sogar bis 24. Kreuzfahrten zu buchen, zu reisen, ist überhaupt keine Schwierigkeit. Also es wird alles organisiert. Wir können die Anreisepakete dazu machen, sprich einerseits haben die Selbstfahrer, man kann mit dem Bus anreisen, man kann mit dem Flug anreisen, aber wir bieten auch begleitete Gruppenreisen an zu verschiedenen Terminen, wo wirklich eine Kollegin oder ein Kollege von uns dabei ist und dann hat man immer einen Ansprechpartner. Ein Tipp noch vom Experten, nicht nur die Wahl des Reiseziels, sondern auch die Wahl der richtigen Reederei ist bei einer Kreuzfahrt entscheidend.
weil es gibt ein bisschen Unterschiede, sprich deutschsprachige Reedereien, hauptsächlich italienisch oder internationale Gäste, wie die Abwicklung am Schiff ist, ob es Buffetessen gibt, ob es Essen direkt serviert wird mit Essenszeiten, aber eine legere Bekleidung oder schickere Bekleidung verlangt wird. Es ist wirklich für jeden etwas zu finden. Für alle, die gerne einmal mit Musikbegleitung verreisen möchten, gibt es aktuell bei Gruber Reisen übrigens etwas ganz Besonderes. Wir haben gemeinsam mit dem Baggerbuben, den Ilstal-Granaten und dem Daniel Düsenflitz eine Fanreise auf die Insel Bratsch organisiert. Und wir werden dort mit den Musikanten ein tolles Programm für unsere Kunden zusammenstellen. Und das Tolle ist, die Kunden können ab Pfalzberg, Köflach oder Ligist direkt nach Bratsch reisen. Egal ob aber Flugreise, Kreuzfahrt oder Pauschalreise, eines ist fix. Wer jetzt schon seinen Sommerurlaub bucht, spart bares Geld. Denn der Frühbucherrabatt kann bei einer Familie bis zu 300 Euro betragen. Und damit kann man sich dann im Urlaub schon einiges mehr gönnen. Der Islam ist derzeit wohl die meistdiskutierte Religion. Ist er zu radikal? Ist er es nicht? Auch die ÖVP hat sich diesem Thema gewidmet und in ihrem aktuellen Dienstag über den Islam diskutiert. Ist der Islam eine Religion zum Fürchten? Nach dem Terroranschlag in Frankreich für manchen eine berechtigte Frage, der man beim Dienstag der Steirischen Volkspartei genauer auf den Grund gegangen ist. Dazu geladen waren Dr. Reinhold Lobatka und Dr. Fuad Sanac, um gemeinsam mit den Besuchern über die aktuelle Situation zu diskutieren. Ein heißes Thema, bei dem man sich einig ist. Islam ist keine Religion zum Fürchten, sondern Islam ist eine Religion für Frieden. Wäre der Islam so gewalttätig, dann hätten wir hier in Österreich schon viele Gewaltakte gehabt. Gott sei Dank hat es die bei uns nicht gegeben. Der Anschlag von Paris hat eine eingehende Beschäftigung mit der Thematik notwendig gemacht. War dieses Ereignis ein Angriff auf den Westen oder wird die Angst über den Islam etwa selbst erzeugt? Die geladenen Experten haben ihre Theorien. Dieser Anschlag hat alle Kirchen- und Religionsgesellschaften, alle Stadtmänner zusammengebracht. Das war ein Anschlag gerichtet gegen die Juden einerseits und das zweite gegen die westlichen Werte. Daher sage ich immer, wir müssen gemeinsam gegen Terrorismus bekämpfen. Da muss dann das Strafgesetz wirksam werden, die sind zu verurteilen. Weil Terrorismus keine Religion hat. Ich meine damit, sie machen keinen Unterschied zwischen Religionen. Wenn einer ein rechtschaffener Bürger ist und einer von den 500.000 Muslimen ist, den darf ich nicht in einen Topf werfen mit jemandem, der als Terrorist Menschenleben gefährdet oder sogar Menschenleben geopfert hat. Eines steht fest, Gewalt sollte niemals ein Mittel der Politik sein. Von der Zahl der Opfer her ist das 1 zu 1000 das Verhältnis zwischen Christen, die hier Opfer sind, und Muslime in diesem ISIS-Staat. Also die Hauptopfer sind die Muslime. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir gegen diese Radikale Erfolg haben, weil sie einzelne Personen sind oder einzelne kleine Gruppierungen sind. Mehrheitlich sind die Muslime hier friedlich. Die arbeiten zusammen, die sind unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger und wir werden mit ihnen gemeinsam gegen Extremismus bekämpfen. Dann können wir Erfolg haben. Die politische Lage in Europa ist angespannt. Man wird jedoch sein Bestes geben, um auf ein friedliches Zusammenleben der Religionen hinzuwirken. Und das natürlich auch in Österreich. Sie hilft pflegebedürftigen Menschen,
betreut Wohnheime und Pflegeheime und kümmert sich auch noch um die Kinder. Die Rede ist von der Volkshilfe. Wir haben uns in dieser Woche mit zwei Vertretern der Volkshilfe zum Interview der Woche getroffen und mit ihnen über ihre Arbeit und vor allem das breite Spektrum der Volkshilfe gesprochen. Wir sitzen jetzt heute hier im Kinderhort in Voitsberg bei der Volkshilfe. Mir zur Seite die Frau Magister Pfleger und der Herr Königsberger. Wir werden uns heute einmal ein bisschen über die Volkshilfe unterhalten. Zuerst einmal Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wenn wir jetzt über die Volkshilfe schon sprechen, ich habe so ein bisschen auf der Homepage geschaut. Grundsätzlich könnte man sagen, es gibt die Volkshilfe für die Erwachsenen, Pflegebedürftigen und Senioren und natürlich für die Kinder. Vielleicht fangen wir bei den Kindern an, weil wir ja schon hier im Kinderhort sitzen. Welche Leistungen von der Volkshilfe gibt es für die Kinder und Jugendlichen? Für Kinder und Jugendliche decken wir quasi alle Altersgruppen ab. Wir betreiben Kinderkrippen, Kindergärten, den Schülerhort. Das ist jetzt der Ort, wo wir sitzen. Wir haben Tagesmütter im ganzen Bezirk Voitsberg verteilt und Nachmittagsbetreuung in den Volksschulen und ein Kinderhaus in Bernbach. Jetzt ist immer da schon sehr vielfältig unterwegs, aber das war es noch längst nicht. Das heißt, für die Erwachsenen, Senioren, Pflegebedürftigen gibt es eigentlich ja fast noch mehr. Genau, da gibt es eben die mobilen Pflege- und Betreuungsdienste, wo wir schauen, so lange wie möglich die Leute zu Hause zu behalten. Und das eben mit Fachpersonal versuchen, aber auch das bekannte Essen auf Rädern versorgen wir. Die Notruftelefone sind bei uns gegeben und auch wir sind in der Schule unterwegs, wenn es um behinderte Kinder geht oder kranke Kinder geht, wo wir sie pflegerisch unterstützen. Wenn man jetzt so viele Sachen anbietet, wie schafft man es, dass man so vielfältig ist? Diese Vielfalt ist möglich dadurch, dass wir dezentralisiert sind. Das heißt, wir haben in der Steiermark 12 Sozialzentren vor Ort in den Bezirken und sind gegliedert in Fachbereiche und haben in allen Fachbereichen qualifiziertes Personal. Und uns ist wichtig, vor Ort mit den Menschen zu arbeiten und in Kontakt zu treten. Ist es jetzt dann so, dass man sich, jetzt haben wir schon gehört, qualifiziertes Personal, dass man sich irgendwie ein bisschen Unterstützung holt, dass man irgendwas auslagert? Also wir bei der Volkshilfe lagern keine Tätigkeiten aus. Wir versuchen alles aus einer Hand zu versorgen und haben deshalb auch eine eigene Bildungswerkstatt gegründet, wo wir unsere Mitarbeiter qualifiziert weiterbilden, dass alle auf einen Stand der aktuellen Thematik sind. Jetzt habt ihr es beide schon angesprochen. Das heißt, eure Mitarbeiter, eure Kollegen sind wirklich alle ausgebildet, qualifiziert. Das heißt, welche Voraussetzungen muss man jetzt mitbringen, wenn man sagt, ich würde gern bei der Volkshilfe arbeiten oder mitarbeiten? Ja, in der Kinderbetreuung ist es so, dass wir ja dem steirischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz unterliegen. Das heißt, da ist genau auch vorgeschrieben, welche Ausbildungen Voraussetzung sind, um in dem Bereich arbeiten zu können. Das heißt, unsere Pädagoginnen und Pädagogen haben die Ausbildung zum Kindergartenpädagogen oder Hortpädagogen zusätzlich und die Kinderbetreuer machen die Ausbildung zur Kinderbetreuerin, Kinderbetreuer und Tagesmutter und Tagesvater. In diesem Bereich bilden wir auch selber aus. Das ist uns ganz wichtig. Wir bieten 2 Lehrgänge im Jahr an für die Ausbildung oder zur Ausbildung zur Tagesmutter und Kinderbetreuerin. Aktuell ist gerade am Montag ein Kurs gestartet. Der nächste Ausbildungskurs startet im Oktober 2015 und wir freuen uns immer, wenn wir Bewerberinnen aus dem Bezirk haben, da es uns sehr wichtig ist, also diesen Bereich Tagesmütter, Tagesväter, würden wir gerne weiterhin ausbauen. Muss man dann diese Ausbildung jetzt selbst finanzieren oder bewirbt man sich und es wird geschaut, ob das passt und diese Ausbildung wird dann finanziert? Die Ausbildung muss man sich selbst finanzieren. Teilweise gibt es auch Kooperationsmöglichkeiten mit dem AMS, aber generell zahlen sich die Teilnehmerinnen den Kurs selber. Und ja. Wie schaut das dann eigentlich bei den Pflegeberufen aus, beziehungsweise in diesem Bereich? Auch hier haben wir die Landes- und Bundesgesetze, die uns vorgeben, welche Ausbildungen welche Berufsgruppe benötigt. Auch die Heimhilfe hat eine kleine Ausbildung, die im steirischen Sozialbetreuungsberufegesetz geregelt ist, an die wir uns alle halten müssen natürlich und auch ich nur qualifiziertes Personal einstellen kann. Wir suchen aber auch immer wieder Mitarbeiter, denn der Bereich Pflege des alten Menschen wächst immer weiter.
Der Generationsverlauf zeigt uns ja, dass die Menschen leider momentan mehr die ältere Generation sind und deshalb wir immer wieder weiter Personal suchen und weiter aufbauen. Wir betreuen mittlerweile 150 Kunden im Bereich Vorarlberg-Köflach. Mit Ehrenamtlichkeit oder könnt ihr da jetzt wirklich ehrenamtlich in diesem Bereich überhaupt dann brauchen? Gibt es irgendwelche Aufgaben, die man auch so übernehmen kann, vor allem in der Altenpflege vielleicht oder in der Betreuung? Es gibt das Hauptamt, was wir machen. Wir haben aber auch nebenbei in Köflach und Vorarlberg ein Ehrenamt, das tätig ist, wo gewisse Dienste, manchmal Besuchsdienste oder eben Spaziergänge ausgelagert werden, vor allem wenn auch die finanzielle Situation der betroffenen Person nicht so geregelt ist. Jetzt heute sitzt man hier im Kinderhort, das haben wir schon angesprochen. Wie muss man sich jetzt so eine Nachmittagsbetreuung bei euch vorstellen? Ja, das läuft so ab. Also hier sitzen wir jetzt in einem Freizeitraum. Die Kinder kommen von der Schule, jetzt hauptsächlich da aus der Volksschule in Vorarlberg und aus der neuen Mittelschule zum Essen, also gleich nach der Schule zum Mittagessen. Gegessen wird in Etappen, das heißt je nachdem eigentlich nach jeder Stunde gibt es ein Mittagessen für die Kinder. Nach dem Essen gehen sie ins Lernzimmer, machen dort die Aufgabe. Die Aufgaben werden betreut von den Pädagoginnen, werden auch kontrolliert, angeschaut. Danach wird auch noch gemeinsam gelesen. Also das heißt, das Ganze, die Aufgabe wird alles geregelt hier im Schülerhort. Und danach können sich die Kinder aussuchen, wie sie ihre Freizeit gestalten wollen. Es gibt viele Angebote, die die Pädagoginnen setzen und die Kinder suchen sich aus, was sie gerne machen möchten. Wer darf denn eigentlich dann hierher kommen in den Kinderhort? Die Schulkinder. Das heißt also, sie müssen schulpflichtig sein, aber gibt es jetzt irgendwelche Vorgaben? Müssen beide Eltern berufstätig sein oder gibt es so irgendwelche Einschränkungen? Nein, also je nach Bedarf, wenn die Eltern Bedarf haben und einen Betreuungsplatz benötigen, dann versuchen wir natürlich das auch abzudecken. Bei den Kindern haben wir es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Wer kann jetzt eigentlich generell die Leistungen der Volkshilfe, vor allem auch im Pflegebereich, in Anspruch nehmen? Also Menschen, die aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung nicht mehr selbst zu Hause leben können. Und wir haben hier versuchen, durch unsere Unterstützung das zu gewährleisten. Aber auch Menschen, die aufgrund einer akuten Erkrankung pflegerische Unterstützung brauchen oder nach einem längeren Krankenhausaufenthalt noch zu Hause ein wenig Unterstützung brauchen, aber fürs Krankenhaus schon zu gut sind. Das heißt, wo wende ich mich hin, wenn ich jetzt glaube, ich würde in irgendeinen Bereich hineinfallen oder ich würde mit der Volkshilfe gerne in Kontakt treten? Am besten direkt bei uns im Sozialzentrum Vorarlberg am Hauptplatz 50. Einfach vorbeikommen, anrufen und sich erkundigen über die Leistungen. In der Kinderbetreuung ist es natürlich auch möglich, dass man direkt vor Ort im Kindergarten, in der Kinderkrippe nachfragt, beziehungsweise leiten wir sonst auch die Kontaktdaten weiter. Oder man kann sich auch erkundigen über unsere Homepage auf www.sdmk.volkshilfe.at. Bei Ihnen ist es wahrscheinlich dann ähnlich. Das heißt, auch wenn man jetzt irgendwie im Bereich der Pflege glaubt oder einmal anfragen möchte, sind das wahrscheinlich die gleichen Kontakte. Genau, einerseits das Sozialzentrum in Vorarlberg. Wir haben da noch ein eigenes Büro in Köflach oben. Das ist direkt am Hauptplatz 13, wo ich die meiste Zeit vor Ort bin. Aufgrund dessen, da wir in Köflach mit allen drei Berufsgruppen tätig sind und in Vorarlberg nur mit den Heimhilfen arbeiten. Dann sage ich Dankeschön für das informative Interview. Wünsche euch weiterhin viel Spaß eigentlich bei der Arbeit. Ihr seid ja beide sehr engagiert und mittendrin. Und ja, noch eine schöne Woche. Dankeschön. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Wünsche Ihnen noch eine schöne Faschingszeit. Genießen Sie Ihre Krapfen noch richtig, bevor die Fastenzeit kommt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.